Im letzten DIY-Video, Gartenrundgang, habe ich dir zwei geheimnisvolle Pflanzen gezeigt. Was daraus geworden ist, was das hier ist, erfährst du in diesem Video. Geheimnisvolle Pflanzen. Ich wusste so weit, was ich angebaut habe. Was ich nicht wusste, dass es von dieser Pflanze verschiedene Arten gibt. Ich wollte eine Horngurke, sprich Kiwano, und das ist daraus geworden. Das ist eine Inka-Gurke. Ich schreibe euch den lateinischen Namen dazu. Und ihr könnt jetzt verfolgen, wie diese Pflanze vor 6 Monaten angefangen hat zu wachsen. Ich habe das Ganze dokumentiert und zeige euch dann, wie man diese Frucht isst. Hier sehen kann, wächst dieses kleine Monster ganz schön schnell. Aber das wird noch schlimmer. Ich zeige euch jetzt mal, was die für Stacheln hat. Dem nimmt echt monströse Ausmaße an. Und sie hat ihre ersten Früchte dort und die zeige ich euch jetzt. Da haben wir einen Weberknecht. Also wenn ihr die anbaut, dann bitte in einem Gewächshaus mit viel Platz. Wie man sehen kann, ich habe jetzt echt ein Problem. Diese Kiwano, die wird gelb, aber die hat noch keine Stacheln und ist ja nicht nur nicht groß genug. Also entweder werden die nicht größer bei mir. Ups, jetzt ist schon abgegangen. Oder ist die schon reif? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal was probieren davon. Ich finde es halt jetzt auch mega. Mega umwerfend. Eigentlich schaut die anders aus. Das ist also diese Pflanze, die ist jetzt bis nach oben hin gewachsen und die hat Mehltau. Ich habe mir aber sagen lassen, dass der Mehltau nichts ausmacht.
Ja, da hängt so eine. Die ist jetzt noch grün und die sollen ganz orange werden. Bin ja mal gespannt, was das noch wird. Und für alle, die wissen wollen, was mein Gemüse macht, da ist es. Und die Zucchini, die macht da eine Pflanze nach der anderen, da hinten, eine Frucht nach der anderen, da hinten ist wieder eine. Meine Kartoffeln kann ich abernten, zumindest die hinteren. Da ist die andere Zucchini und die hat auch lauter kleine Früchte dran. Jetzt, wo es nicht mehr so heiß ist, jetzt geht das, jetzt wird das was. Und mein Kürbis, der wächst buchstäblich den Strauch hoch. Ich zeige euch den einmal von der anderen Seite, da hängt nämlich tatsächlich noch was dran. So, das ist die andere Seite vom Busch und der wächst da runter. Und da ist eine. Und da ist eine. Ja, die hat noch ein paar Blüten, also es wird schon noch was werden. Ich denke mal, das war einfach viel zu heiß. Aber ich bin zuversichtlich. Nur leider ist der Butterkürbis irgendwie nichts geworden. Naja. Wie gesagt, ich wusste nicht, was ich anbaue, beziehungsweise ich war der festen Auffassung, eine Kiwano anzubauen. Diese Gurke wuchs dann und hat normalerweise auch in jungen Jahren schon, ja, wenn sie so groß sind, ungefähr wie so eine Daumenkuppe, haben die schon ziemlich lange Stacheln. Meine hatten die nicht. Naja, habe gewartet und gewartet, habe sie dann einmal probiert. Und die waren aber noch nicht lecker. Ich habe mir jetzt so eine Frucht einmal abgemacht. Weil ihr sehen könnt, dass es eh aufplatzt und dann bringt das auch nicht mehr recht viel, wenn ich die dran lasse. Schneiden wir die mal ab. Ja. Und schneiden wir sie mal auf. Da. So schaut das misslungene Stück von innen aus. Also riechen wird es ja gut. Ich probiere jetzt einfach mal. Einfach nur ein kleines Löffelchen probieren. Neugierig bin ich ja, wie das schmeckt. Kerne sind dran. Na, geh halt ab. Ja. Die ist noch nicht reif. Schmeckt ein bisschen bitter. Dann muss die Kerne raus tun. Mal schauen, ob das möglich ist. Mal schauen, ob das möglich ist, dass man jetzt trocknet und anbaut. Weil eigentlich ist es ja noch nicht reif. Die wird ja viel größer mit richtig großen Stacheln dran. Ja, also wirklich gut schmeckt es jetzt in dem Zustand nicht. Das heißt, also muss man die ganz reif werden lassen, sprich richtig orange, wie die jetzt hier. Ich finde, die schaut echt schön aus. Das ist eine richtig tolle Maserung. Und naja, ich habe mir dann belesen im Internet und habe dann eben festgestellt, es gibt tatsächlich mehrere Arten von dieser Inka-Gurke. Ja, und eine davon habe ich erwischt. So kann man auch reinfallen. Essen tut man die genauso. Man kann sie Fruchtsalat verwenden und sie schmeckt wirklich wie eine Honigmelone, so ein bisschen eine Mischung zwischen Honigmelone und Gurke. Ja. Und essen tut man die. Schauen wir mal, welche nehmen wir denn? Ja, nehmen wir gleich die oder die. Nehmen wir die. Also die ist schon jetzt verdammt reif. Wie man sieht,
ist die wirklich schon ziemlich orange. Und man muss die, nachdem man es gepflückt hat, tatsächlich nur ein bisschen liegen lassen, bis die wirklich so ganz dunkle orange Streifen hat. Also die hier, die habe ich erst gepflückt. Die ist jetzt da noch ein bisschen gelblich. Die sollte praktisch noch ein bisschen im Kühlschrank verbringen oder auch draußen. Ich glaube, man kann die draußen auch lagern. So, jetzt schnippeln wir die mal durch. Und das ist das Innenleben von dieser Inka-Gurke. So, die Kerne kann man mitessen. Na, schauen so aus. Und man kann die aber auch aufheben. Und für nächstes Jahr wieder zum Anbauen. Also die ist wirklich lecker. Die schmeckt echt mega. Das ist so eine richtige Mischung zwischen Honigmelone und Gurke. So richtig fruchtig. Fein. So, da es ja noch eine zweite Pflanze gibt in meinem Gewächshaus, die ich auch vorgestellt habe, wird also wahrscheinlich noch ein Video kommen. Ich hoffe, dass die Früchte der Pflanze es schaffen und die stelle ich euch dann noch vor. So, das war jetzt ein kürzeres Video. Die geheimnisvolle Pflanze ist zum Teil aufgeklärt und ich freue mich, wenn ich euch zum nächsten Video wieder begrüßen darf. Also bis dahin, tschüss!